Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie heute Abend zu unserem Thema Europa, das neue römische Reich, Fragezeichen. Ja, das Fragezeichen dürfen wir nicht vergessen bei diesem Thema, denn ich denke persönlich, dass Europa noch nicht allein das neue römische Reich ist, sondern das Zentrum des neuen römischen Reiches, das eine weltweite Ausdehnung haben wird. Aber Europa ist hier ganz zentral nach der biblischen Prophetie. Bevor ich mit dem Vortrag beginne, möchte ich darauf hinweisen, auf die Zeitschrift Der schmale Weg. Gestern sind schon fast alle weggegangen, sodass keins mehr ausliegt. Aber ich habe hier noch ein Muster. Ich möchte das jetzt einfach durch die Reihen gehen lassen. Jeder kann es mal anschauen während dem Vortrag. Und wenn es gefällt, sich eintragen. Es ist kostenlos, vierteljährlich auf Spendenbasis. Und wir bringen Informationen, die eben anderweitig verschwiegen werden. Zum Beispiel hier über die neue Weltordnung, das Thema von gestern. Das einfach mal durch die Reihe gehen, bitte weitergeben und wer Interesse hat, kann sich noch eintragen. Vielen Dank. Bevor ich mit dem Thema beginne, möchte ich nochmal stille mit uns werden und wir möchten unsere Häupter neigen zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dein Reich errichten wirst, wenn du wiederkommst in Macht und Herrlichkeit. Und wir bitten dich auch, dass wir wachsam sind, da wo Menschen ihre eigenen Reiche errichten möchten, gegen dich und anstelle von dir. Herr, lass uns wachsam sein. Bewahre uns durch dein Wort, durch deinen Geist, dass wir Orientierung haben und nicht hineinfallen in die Verführungen Satans. Herr, und so lass uns auch die Zeitentwicklungen durchschauen mit deiner Hilfe, durch deine Gnade. Amen. Amen. Das Thema also, wie schon gesagt, Europa, das neue römische Reich, Fragezeichen. Ich werde zunächst etwas sagen, allgemein über diese Entwicklungen, dann fragen, wo die Bezeichnung Europa herkommt, die Sage von Europa beleuchten, die Pan-Europa-Idee mit uns betrachten, dann auch den Zusammenhang mit der UNO, kurz erwähnen zumindest, die Entstehung und Struktur der Europäischen Union werden wir auch kurz hören, dann etwas über das Antidiskriminierungsgesetz und schließlich dann die Prophetie Daniels über die vier Weltreiche. Das ist ja das eigentliche Thema dann. Und wenn die Zeit noch reicht, werde ich auch noch mal kurz auf den EU-Reformvertrag, Lissabonner Vertrag, eingehen, der ja seit 1. Januar 2009 in Geltung ist. Wir leben also bereits seit 1. Januar 2009 im neuen Römischen Reich, wenn man es mal so fragen möchte, im neuen Europa. Zunächst die Einleitung. Es wird in absehbarer Zeit nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika geben, sondern eben auch die Vereinigten Staaten von Europa. Zugleich, das habe ich gestern schon dargestellt, zeichnet sich in Gestalt der Vereinten Nationen, also der UNO, bereits eine Weltregierung ab. Mit Weltparlament, Weltgerichtshof, Weltbank, Weltarmee und Weltpolizei. Neue Weltordnung, Globalisierung, dass alle eins werden in diesem Sinne dieser Nachahmung der Einheit, die allein Jesus Christus ist. Aber die Menschheit möchte ohne Jesus als den einzigen Weg auch eine Einheit errichten, wo sie sagen, Friede und Sicherheit, wir haben es aus eigener Kraft geschafft. Dieser Titanismus steht im Hintergrund. Das antike römische Reich, wenn wir vom neuen römischen Reich sprechen, müssen wir auch vom alten sprechen. Also das antike römische Reich umfasste zur Zeit seiner größten Ausdehnung, das war im Jahr 117 nach Christus, zur Zeit des Kaisers Trajan, alle Länder rund um das Mittelmeer, aber auch Gallien, das heutige Frankreich, große Teile Britanniens und die Schwarzmeerregion. Es begann in Portugal und Spanien im Westen und reichte bis nach Mesopotamien, Zweistromland im Osten. Es begann im schwarzafrikanischen Nubien im Süden und endete in Schottland und Germanien im Norden, wo es allerdings auch seine Grenzen fand, in Gestalt des Limes und des Hadrianswalls. Rom hatte viele, aber nicht alle Länder seiner Zeit unterworfen. Heute umfasst die Union bereits 27 Staaten, es sollen laufend mehr werden. Vom Nordmeer bis zum Mittelmeer, vom Atlantik bis zum Bosporus. Es gibt aber peinliche Lücken, zum Beispiel das kleine Gebirgsland Schweiz, wo die Bevölkerung in einem der wenigen Länder die Möglichkeit hat, in direkter Volksbefragung sich zu äußern. Auch Norwegen ist noch nicht Mitglied der EU.
Aber die meisten Länder sind da schon drin. Und wenn es nach den Regierungen ginge, auch in der Schweiz, wäre auch die Schweiz schon längst EU-Mitglied, aber die Bevölkerung hat damit Mehrheit dagegen entschieden. Und zurzeit wäre auch keine Mehrheit zu finden. Nach der Euro-Krise und so weiter sind doch viele sehr hellhörig geworden, dass das keine Zukunft haben kann. Allerdings, die Prophetie wird sich erfüllen. Das ist das eine. Andererseits müssen wir auch nicht dem Bösen, so sage ich mal, nachgeben, wenn wir sehen, es geht in die antichristliche Vereinigung der Menschheit. Wir sollen durchaus die Menschen warnen und noch um Gnadenzeit bitten. Darum geht es, dass Gott noch Gnadenzeit schenkt, dass sein Wort frei verkündet werden kann. Denn ich bin überzeugt, diese neuen Gesetze in der Europäischen Union, sie gehen mir immer mehr auf eine Meinungsunterdrückung, eine Diktatur hinaus, dass man nicht mehr die Bibel ungeschmälert verkündigen darf, Sünde nicht mehr Sünde nennen, etwa bezüglich mancher sexuellen Fehlorientierungen oder bezüglich der Wahrheitsfrage, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist, sondern es werden alle Religionen gleichberechtigt nebeneinander gestellt. All diese Dinge werden in diesem neuen Europa per Gesetz sogar schon unter Strafe gestellt. In der EU-Charta, im Lissabonner Vertrag. Ich habe das in meinem Buch Diktatur Europa ausgeführt. Das wäre nochmal ein Thema. Am Schluss werde ich vielleicht noch drauf eingehen. Jedenfalls sind diese Dinge sehr dramatisch. Und ich bin überzeugt, wenn wir in Deutschland darüber hätten abstimmen können, hätte diese Europäische Union auch keine Mehrheit gekriegt. Es wurde über die Köpfe der Bevölkerung entschieden. In Irland durfte man ja zweimal abstimmen, bis man zugestimmt hat. Wo gibt es denn sowas, wenn man demokratische Entscheidungen so lange, Abstimmungen so lange wiederholt, bis dann das gewünschte Ergebnis zustande kommt? Ist das wirklich noch demokratisch und gerecht? Aber es gibt ja Mittel, politischen Druck auszuüben, bis die Leute dann so mürbe sind, durch alle möglichen Versprechungen dann geködert werden. Man hat es jetzt auch im Bundestag gesehen mit diesen Rettungsschirmen. Da wird so lange Druck gemacht auf die Parlamentarier, bis sie eben zustimmen müssen. Die Regierenden und die hinter ihnen stehenden Interessengruppen propagieren überwiegend den EU-Beitritt, so etwa auch immer noch in der islamisch dominierten Türkei, deren Beitritt weithin zu Recht umstritten ist. Die Türkei als islamisch dominiertes, erobertes Land, es war ja früher Kleinasien, überwiegend christlich, aber dann wurde es von diesen Türkstämmen überrannt. Die passt an sich nicht nach Europa, das ja immer noch eine gewisse Prägung vom christlichen Abendland her hat. Das sagen also selbst auch säkulare Menschen, dass das irgendwie nicht zusammenpassen kann. Allein schon von der Kultur, von der Prägung, von den Religionsansichten her. Aber ich denke doch, dass das auch irgendwann mit hineinkommt, weil es einfach um Macht, um Einfluss geht, um Geldzusammenlegung, um all diese globalen Vorstellungen, von denen wir gestern schon gehört haben. Es entspricht auch, wie schon gesagt, der biblischen Prophetie, die die Entstehung eines Einheitsreiches des Antichristen am Ende der Zeiten voraussagt. Alle werden zusammendrücken zu einer Einheit, außer denen, die im Lebensbuch des Lammes stehen, außer denen, die zu Jesus Christus gehören. Sie werden als Störenfriede, als böse Fundamentalisten verfolgt werden. Und Gott sagt uns das in seinem Wort alles voraus. Das ist ein großer Trost für uns, dass wir wissen dürfen, der Herr sitzt im Regiment, er weiß um das, er warnt uns, er bereitet uns zu, er schenkt uns auch Kraft und Durchblick durch sein Wort und durch seinen Geist. Meine Grundthese lautet, das möchte ich gleich nochmal vorwegschicken, das wiedererstehende Römische Reich besitzt sein maßgebliches religiöses Zentrum, nämlich Rom, in Europa. Es umfasst aber am Ende die gesamte Welt und Menschheit. Die Herrschaft des Antichristen und seines falschen Propheten wird eine weltweite Erscheinung sein. Das wird bestätigt, zum Beispiel durch Offenbarung 13, Verse 3 folgende, wo es ja heißt: Die ganze Erde wunderte sich über das Tier, also den Antichristen. Und sie beteten den Drachen, also Satan, an, weil er dem Tier, dem Antichristen, Macht gab. Und sie beteten das Tier an. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht von Anfang der Welt an geschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürget ist.
Alle, die nicht zu Jesus gehören, werden es anbeten. Nun komme ich zum zweiten grundlegenden Teil. Was heißt eigentlich Europa? Europa. Es bedeutet sprachgeschichtlich Abendland, hebräisch Erev, griechisch Erebus, der Abend. Erev Tov, guten Abend auf hebräisch in Israel, ja, dieser Gruß. Und von Israel her gesehen ist Europa der Erdteil der untergehenden Sonne. Da geht die Sonne unter im Westen und so im Nordwesten, das Land des Dunkels. Und auch im Griechischen wird es so übersetzt. Es gibt noch andere Deutungen, die Geliebte des Zeus, darauf gehe ich gleich ein. Ein Mond des Planeten Jupiter heißt Europa, ein Asteroid, verschiedene Schiffe und Raketen, aber auch die Europäische Union. Der Kontinent Europa ist verbunden mit Asien. Er stellt das westliche Fünftel der eurasischen Landmasse dar. Die Grenzen sind im Norden das nördliche Eismeer und die Barentssee, im Süden das Mittelmeer, im Westen der Atlantische Ozean und im Osten das Uralgebirge, Uralfluss, Kaspische Meer, Kaukasus, Schwarzes Meer, Bosporus, Marmarameer und Dardanellen. Die Ostgrenze geht also praktisch nach Asien dann hinüber. Aber nach dem Willen der Europäischen Union soll Europa ausgedehnt werden bis nach Afrika hinein. Es gibt auch schon diese Mittelmeerunion, die einmal sehr wichtig wird bezüglich der Prophetie, wo es ja heißt, dass alle Völker rund um Israel gegen Jerusalem marschieren werden. Sacharja 12 und Sacharja 14, dieser Angriff gegen Israel, Jerusalem, wo Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker wird, zunächst die ringsherum sind um Israel und dann auch alle Völker der Erde, alle Staaten der Erde gegen Jerusalem. Das zeichnet sich ja in Gestalt der UNO ab, wo ja alle Staaten der Erde vertreten sind. Nun, die Sage von Europa ist auch sehr interessant, weil die hat auch einen gewissen biblischen Zusammenhang. Diese Sage von Europa ist überliefert beim römischen Dichter Ovid und sie berichtet von der phönizischen Prinzessin Europa. Phönizien liegt nördlich von Israel. Es war die Tochter des Königs Agenor und der Telepassa und sie hat mit ihrer Familie am Strand von Tyrus gespielt, am Mittelmeer. Plötzlich kommt ein Stier aus dem Meer, nähert sich ihr und sie streut ihm Blumen auf den Kopf und er bedeutet ihr, sie soll sich auf ihn setzen und dann schwimmt er mit ihr auf das Meer hinaus, landet auf der Insel Kreta und dort entpuppt er sich als der verwandelte Göttervater Zeus der Griechen. Ja, dieser Göttervater Zeus, er hat sich wegen seiner misstrauischen Gattin Hera in einen Stier verwandelt, um seinen Ehebruch, den er jetzt mit Europa begeht, zu vertuschen. Mit dieser Europa, dieser phönizischen Königstochter, so sagt die Legende, zeugt er dann drei Riesen, Minos, Radamantis und Sarpedon. Und dann erscheint die Göttin Aphrodite und sendet die Verheißung, dass der Erdteil nach der Prinzessin Europa benannt wird. So die griechische Sage. Nun, das ist kein rühmlicher Anfang für Europa, denn diese Geschichte handelt von Betrug, von Ehebruch, von Hurerei. Und diese Frau auf dem Stier ist auch ein Symbol für Europa geworden, steht vor dem von der EU-Kommission in Brüssel, es findet sich auch auf den Euro-Münzen in Griechenland zum Beispiel als ein Symbol und ist neben dem fünfzackigen Stern oder Pentagramm eines der Hauptsymbole für das neue Europa, haben wir gestern schon betrachtet. Und interessant ist, dass auch in der Offenbarung an Johannes eine Frau auf einem Tier vorkommt. Gerade in der Prophetie, in der endgeschichtlichen Voraussage der Zukunft, spielt diese Frau auf dem Tier, oft wird es auch als Stier gesehen, aber es ist natürlich auch das Tier mit den 10 Hörnern und 7 Häuptern, Offenbarung 13, spielt diese Frau auf dem Tier eine große Rolle. Wir lesen in Offenbarung 17, Verse 3 folgende, ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden.
Offenbarung 17. Das ist die Hure Babylon. Das steht für die abgefallenen Kirchen, die sich dieser antichristlichen Einheitsreligion, Vermischungsreligion, Synkretismus öffnen, die da mitmachen. Und diese Frau setzt sich auf das Tier, auf den Antichristen, wird dann aber abgeworfen, wenn der Antichrist diese falsche Religion nicht mehr braucht, wenn er sein Reich errichtet hat, dann braucht er nur noch den falschen Propheten, der dann die Feuerwunder macht, der dann die Anbetungsreligion über den Bildschirm und über das Mahlzeichen fördert, Offenbarung 13, alles nachzulesen. Aber zunächst Babylon, die große Hure, das heißt die Vermischung der Götzendienst, die Vermischung der Religion, was in Assisi und anderen Veranstaltungen buchstäblich vor Augen steht, worauf ich auch schon hingewiesen habe die Tage, dass wir also vor Augen erleben, wie alle Religionen eingeladen werden, um für den Frieden zu beten. Ein äußerer Religionsfriede steht über dem Frieden mit dem einzig wahren Gott. Das ist der große Betrug und Selbstbetrug, dass nicht mehr nach der Wahrheit gefragt wird, sondern die Einheit sich über die Wahrheit stellt. Aber damit wird keine wirkliche Einheit entstehen, vor allem keine Einheit mit Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde, sondern eine antichristliche Vermischungsreligion babylonischer Art. Nun, das war von der Sage her beleuchtet und von der Prophetie schon einiges vorweggenommen, was am Schluss nochmal kommt. Nun aber rein historisch in der Neuzeit, wie kam es denn geschichtlich, historisch zur Entstehung dieses neuen Europa, dieser Vereinigung, dieses neue Römische Reich oder der Kern davon, wenn man so sagen will, wie kam es zur Pan-Europa-Idee? Pan-Europa heißt alles Europa oder allumfassendes Europa, griechisch Pas, alles, daher auch Pantheismus, der Allgottheitsglaube im Hinduismus. Und es gibt ja auch die Pan-Europa-Union. Wer weiß denn, wer jahrzehntelang der einflussreichste Vertreter war, dieser Pan-Europa-Union? Otto von Habsburg, der letzte Sohn des österreichischen Kaisers, der ja jetzt vor ein paar Monaten mit 99 Jahren verstorben ist, ganz hier in der Nähe von München. Und sein Vorgänger und der Gründer der Pan-Europa-Union war Graf Richard Kuttenhof Kalergi. Er lebte von 1894 bis 1973. Und Otto von Habsburg selber lebte ja von 1912 bis 2011. Ja, ein gnädiges Alter. Jedenfalls, wer war Kuttenhof Kalergi? Er war ein Adliger. Er war damals 29 Jahre alt und war auch Mitglied, das muss man auch hier erwähnen, bei der Freimaurerei, und zwar im schottischen Ritus, der ja auch in Washington sich auf dem Freimaurertempel findet, der 33-Grad-Ritus. Er hatte also sein bahnbrechendes Buch Pan-Europa schrieb, bereits den 18. Grad des schottischen Ritus, den Ritter vom Rosenkreuz, erreicht. Ja, diese Ritter, eine ganz typisch in der Freimaurerei, ist, wird man zum Ritter geschlagen, durch Einweihungsrituale eingeweiht in die allgemeine Toleranzidee, dass es keine absolute Wahrheit gibt, dass alle Religionen einen Anteil an der Wahrheit haben, aber nichts Gewisses weiß man nicht sozusagen. Der Humanismus, der Mensch steht im Zentrum, nicht mehr die Wahrheit der Bibel. Ganz kurz, ja, und das ist das Hauptproblem, diese Relativierung der Wahrheit. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann wird das nur als eine Wahrheit noch stehen gelassen, aber nicht mehr als absolute Wahrheit. Das ist das Hauptproblem bei diesen ganzen humanitären Menschheitsvereinigungsbestrebungen. Jedenfalls, Richard Kuttenhof Kalergi schrieb als bereits 29-jähriger oder erst 29-jähriger junger Mann sein Buch Pan-Europa, also allumfassendes Europa. Er war auch der erste Präsident der Pan-Europa-Union und Otto von Habsburg, sein Nachfolger, bezeichnete ihn als Propheten Europas. Prophet Europas. Kuttenhof, er hat einen Stil, der sehr beeindruckend ist in diesem Buch, wenn man das liest. Er schreibt zum Beispiel im Vorwort, dieses Buch ist bestimmt eine große politische Bewegung zu wecken, die in allen Völkern Europas schlummert. Viele Menschen erträumten ein einiges Europa, aber wenige sind entschlossen, es auch zu schaffen. Als Ziel der Sehnsucht bleibt es unfruchtbar, als Ziel des Wollens wird es fruchtbar. Die einzige Kraft, die Pan-Europa verwirklichen kann, ist der Wille der Europäer. Das Buch ist erschienen im Jahre 1923, also einige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg mit seinen katastrophalen Folgen. Und deshalb fiel es auf fruchtbaren Boden, denn wer möchte schon solche großen Kriege erleben müssen
Und man versteht natürlich auch dieses Friedensbestreben, ich will das jetzt nicht völlig ablehnen, wir sind ja auch für Frieden als Christen, aber nicht auf Kosten der Wahrheit. Das ist immer der springende Punkt. Nicht? Jesus ist unser Friede, von daher sind wir Friedensstifter und versuchen auch Menschen zur Versöhnung mit Gott einzuladen, auch zur Versöhnung miteinander. Aber wir können nicht sagen, Jesus ist jetzt nur noch eine Wahrheit. Da würden wir die Personentoleranz durch eine unbiblische Sachtoleranz erweitern und damit ist es nicht mehr die Liebe zum Verlorenen, sondern man lässt ihn in sein ewiges Verderben laufen. Ich sage es jetzt alles sehr kurz, aber wenn ihr Rückfragen habt, dürft ihr gerne nachher noch stellen. Und er hat also schon damals das ganze Programm entworfen, das dann nach dem Zweiten Weltkrieg erst verwirklicht wurde in der Entstehung der Europäischen Union. Er hat gefordert, in seinem Buch Selbsthilfe durch Zusammenschluss Europas zu einem politisch-wirtschaftlichen Zweckverband. Und er schreibt auf Seite 87, erst muss Europa sich einigen, dann die Menschheit. Diese Entwicklung lässt sich nicht umkehren. Haben wir es gehört? Erst muss Europa sich einigen, dann die Menschheit. Wir stehen jetzt kurz davor. Europa hat sich schon weitgehend geeinigt. Die Menschheit in der UNO, man hat jetzt die Frage gestellt, ob man schon bereit ist für eine Weltregierung bei der UNO-Vollversammlung. Das wird immer wieder abgetastet, wie weit sind die Staaten der Welt schon bereit. Da müssen natürlich erstmal die Ideologien sich annähern, ja, und die Grenzen fallen vollends. Es gibt immer wieder Rückschläge, aber wahrscheinlich ist anzunehmen, dass erst eine Menschheit, die von Kriegen und Krisen so geschüttelt ist, dass sie sich so nach Frieden sehnt, erst dann eine Menschheit bereit ist, einen Weltdiktator als das kleinere Übel, in Anführungsstrichen, anzunehmen. Das könnte die Entwicklung beinhalten. In der geistesgeschichtlichen Begründung des Pan-Europa-Gedankens geht Kutenhof Kalergi zurück bis zum Römischen Reich, indem er auch darauf hinweist, auf Seite 143 seines Buches. Er sagt, die gemeinsame europäische Geschichte begann mit dem Römerreich und der Völkerwanderung, fand ihre Fortsetzung in Papsttum und Feudalismus, Renaissance und Humanismus, Reformation und Gegenreformation, Absolutismus und Aufklärung, Parlamentarismus, Industrialismus, Nationalismus und Sozialismus. Und er sagt auch, Europa beruht auf christlich-hellenischer Basis, also Christentum und Griechentum, was übrigens auch der Papst, der jetzige Papst immer sehr stark betont, nicht nur christlichen Glauben, sondern eben auch griechisch-philosophische Einflüsse, die Logos-Philosophie und alles, was da jetzt auch bei Ratzinger mitschwingt, Benedikt dem 16., wer das mal genau analysiert, diese Reden, ist immer auch ein Musestück griechische Philosophie enthalten. Nun, diese Schultern römisches Recht, griechische Philosophie und jüdisch-christlicher Glaube, das sind so diese kulturellen Hintergründe des europäischen Denkens, ist auch nicht zu bestreiten, aber dadurch ist auch eine Vermischung und die Absolutheit Christi immer etwas relativiert worden, auch früher schon. Nicht? Jedenfalls Kutenhof Kalergi hat in seinem programmatischen Werk auch die Wege zur Verwirklichung aufgeschrieben. Er sagt, der erste Schritt zu Pan-Europa wäre die Einberufung einer pan-europäischen Konferenz. Der zweite Schritt, ein Schieds- und Garantievertrag zwischen allen demokratischen Staaten Kontinentaleuropas. Der dritte Schritt, die Bildung einer paneuropäischen Zollunion. Zollunion haben wir ja auch schon. Durch die Schengen-Abkommen sind ja auch Staaten schon wie die Schweiz drin, die nicht Mitglied der EU sind. Und schließlich die Krönung ist dann die Konstituierung der Vereinigten Staaten von Europa nach dem Muster der USA. Und Kutenhof hat eben auch dann die Pan-Europa-Bewegung begründet. Der erste Kongress bereits 1926 in Wien mit rund 2000 Teilnehmern aus 24 Ländern, auch führenden Politikern seiner Zeit. Wenn man die Programme der Pan-Europa-Union heute analysiert, etwa das Bamberger Programm, dann sieht man, es ist ein Programm einer durchaus konservativen Politik. Otto von Habsburg steht ja auch dahinter, mit einer Beibehaltung auch christlich-ethischer Werte zum Teil, im Gegensatz etwa zu liberalistischen und sozialistischen Konzeptionen, aber gleichzeitig die Forderung nach einer politischen Vereinigung bisher getrennter Staaten wirkt eben gleichzeitig doch revolutionär. Das Ziel der Pan-Europa-Union speziell ist die Wiederherstellung des einheitlichen europäischen oder römischen Reiches, so wie es früher unter Kaiser und Papsttum
bestanden hat. Das ist das Ziel, was auch eben den Habsburgern immer vorgeschwebt hat und was gerade auch in dieser Pan-Europa-Bewegung sehr maßgeblich ist. Nicht zufällig war eben Otto von Habsburg, der Sohn des letzten österreichischen Kaisers, jahrzehntelang Präsident der Pan-Europa-Union und zugleich einer der einflussreichsten Wegbereiter der Europäischen Union. In ihm als letztem Thronfolger, der aber nie den Thron betreten konnte bei Hitler und so weiter, in ihm und seinen Nachfolgern lebt der Gedanke vom politischen Einheitsreich in Verbindung mit dem Papsttum weiter. Man muss aber wissen, dass er, seine kaiserliche Hoheit wurde ja auch genannt, nicht nur jahrzehntelang Europaparlamentarier war, sondern auch, ist im Internet zu finden, 70 Jahre lang, von 1930 bis zum Jahr 2000, war er Chef und Souverän des Ordens vom Goldenen Vlies. Der Orden vom Goldenen Vlies hat das Ziel, den katholischen Glauben zu erhalten, den Schutz der Kirche und die Wahrung der unbefleckten Ehre des Rittertums. Also sehr stark dieser katholisch-päpstliche Einheitsgedanke, Schutzpatronin Maria und so weiter. Also die alten Habsburger Traditionen sind da natürlich fortgesetzt worden. Aber seine ökumenische Haltung ging also auch so weit, dass er auch den Islam einbeschlossen hat in Europa, auch die Türkei für möglich gehalten hat, sind Verlautbarungen zu lesen. Also dieses typische Toleranzdenken in der Frage der Sachtoleranz. Über weltanschauliche Hintergründe der Begründer der Europa-Idee schreibt der ungarische Jesuit und Freimaurer Töhetem Notch in seinem Werk Jesuiten und Freimaurer Wien 1969 folgendes. Die Vorkämpfer der Idee eines vereinten Europas waren Freimaurer, zumal diese Ideologie durch ihre freiheitlichen und brüderlichen Grundsätze typisch freimaurerisch ist. Einer der Großen dieser Bewegung war Graf Bischof von Kuttenhof Kalergi. Zitat Ende. Und wie gesagt, er war bereits im 18. Grad des schottischen Ritus der Hochgradfreimaurerei aufgestiegen, als er sein Programmbuch schrieb. Die Freimaurerei vertritt das Ziel einer Weltbruderschaft, in der alle Unterschiede beseitigt sind, vor allem politischer und religiöser Art. Es soll keinen Absolutheitsanspruch irgendeiner Religion auf Wahrheit geben. Und laut Auskunft des Internationalen Freimaurerlexikons gehört es zu den Grundgesetzen der Freimaurer, sich bloß zu der Religion zu bekennen, in der alle Menschen übereinstimmen. Also ein Minimalkonsens, was aber in der Praxis eben nur sehr schwierig, wenn überhaupt, funktionieren kann. Der katholische Freimaurerexperte Manfred Adler schreibt in seinem Buch Die antichristliche Revolution der Freimaurerei, dass der Progressismus, also der Modernismus kann man auch sagen, der die katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil tiefgründig überflutet, ein Ergebnis des philosophischen Einflusses der Freimaurerei auf die Kirche ist. Zwischen der Maurerei und dem Progressismus, schreibt Manfred Adler, besteht enge verwandtschaftliche Beziehung hinsichtlich der geistigen Konzeption. Zitat Ende. Also mit anderen Worten, das schreibt auch Erich Brüning in seinem Buch Der fremde Agent, seit Johannes dem 23. ist auch im Vatikan sehr stark freimaurerischer Einigungsgeist eingedrungen, den Katholiken der alten Schule ablehnen. Deshalb hat sich auch Lefebvre mit seinen Traditionalisten abgespalten von Rom. Man spricht dann auch von den Sedisvakantisten, die gibt es auch, die sagen, der Thron Petri ist leer. Also auch im katholischen Lager tut sich einiges an Diskussionen. Und viele erkennen die jetzigen Päpste nicht mehr an, weil sie sagen, die seien freimaurerisch unterwandert. Das ist mal interessant zu hören, auch aus konservativ-katholischer Sicht, diese Kritik an den jetzigen Öffnungen gegenüber den Religionen. Sehr offensichtlich mit Assisi. Das hätten die Päpste im Mittelalter in dieser Weise, etwa gegenüber den Türken, ja, dem Islam nie tun können, wie jetzt hier die Päpste, Moslems, Hindus, Buddhisten, Shintoisten, Animisten, Schamanisten, alles Mögliche umarmen und gemeinsam für den Frieden beten wollen. Manfred Adler schreibt auch, ich zitiere, weil es sich jetzt auch auf die UNO bezieht, der Zusammenhang hier mit UNO, Vatikan und so weiter, Zitat, tatsächlich ist es der geheime und offene Traum der maurerischen Weltpolitik, eine universale, also weltumfassende Weltregierung in einem universalen Welteinheitsstaat zu errichten. Nicht zuletzt um dieses Endziels willen
waren einflussreiche kosmopolitische Maurerbrüder, also Freimaurer, maßgeblich an der Gründung der Organisation der Vereinten Nationen beteiligt, die ihr Hauptquartier in New York haben und 1945 anstelle des Völkerbundes traten, der sich 1920 in Genf konstituiert hatte. Zitat Ende. Ja, nach dem Krieg entstand dann die Europäische Union. Winston Churchill, auch Freimaurer, hat ausgerufen, 1946, lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. 1947 kam dann der Marshallplan zum Tragen, zum wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas. 1949 waren 19 europäische Staaten zum Europarat zusammengeschlossen, nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat. Dann 1951 entstand die Montanunion zu einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit bezüglich Kohle und Stahl. Deutschland, Frankreich, Italien und Belgien, Niederland, Luxemburg waren damals praktisch die erste Keimzelle der späteren Europäischen Union. Auch Deutschland ist heute gerade noch die zentrale Macht zusammen mit Frankreich. Ohne uns würde da praktisch nichts laufen. Wenn Deutschland austreten würde, wäre die Europäische Union praktisch handlungsunfähig. Deshalb ist es so wichtig, dass Frau Merkel und ihre Nachfolger da drin bleiben. Da ist massiver Druck auch von Brüssel, der da ausgeübt wird. Und gerade jetzt die Tage wieder zu lesen, dass Barroso mehr Rechte, mehr Kompetenzen für die EU fordert, Einfluss zu nehmen in den einzelnen Staaten, auf die Wirtschaftspolitik, auf die Politik überhaupt. Ja. Ich denke, es bestätigt sich zunehmend, dass man immer mehr Vollmachten, Kompetenzen abgeben muss an die zentralistischen Behörden in Brüssel. Eine Bürokratur, kann man schon fast sagen. Es sind ja Bürokraten, hauptsächlich Bürokratiediktatur oder wie man es nennen will. Es kommt nicht nur von mir, das sagen auch inzwischen schon weltliche Presseorgane. Die Dinge sind so offensichtlich. Die Macht wird immer mehr zentralisiert und damit auf wenige Schultern übertragen. 1957 wurden in Rom die Verträge unterschrieben zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, in Rom wohlgemerkt, römische Verträge. 1958 Europäisches Parlament in Straßburg entsteht. Dann treten weitere Staaten bei, ich will jetzt nicht alles hier aufzählen, jedenfalls heute sind es 27 und sollen noch mehr werden. Wichtig war dann zum Beispiel noch der Vertrag von Maastricht 1992, der gesagt hat, die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion soll entstehen. Es gab immer wieder Prozesse dagegen, etwa von dem Abgeordneten Gauweiler von der CSU, der sehr mutig ist hier in Bayern, oder auch Schachtschneider, Professor Schachtschneider, auch in Franken wohnhaft, die immer wieder klagen, auch jetzt geklagt haben gegen diesen Rettungsschirm und sehr gute Argumentation geschrieben haben. Wenn ihr im Internet mal eingibt den Namen Schachtschneider, da könnt ihr die ganzen Lageschriften herunterladen, die es in den letzten Jahrzehnten gab von diesem Rechtsprofessor. Ja, und das hat manches aufgehalten. Wir wären schon viel weiter vereinnahmt worden von der EU, wenn nicht immer wieder mutige Männer aufgestanden wären und dagegen auch vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind. Es geht jetzt hier ja nicht um Prozesse zwischen Christen, das ist uns von der Bibel her verwehrt. Ja? 1. Korinther 6 sollen wir nicht machen. Aber hier sind weltliche Dinge, die auch eben so entschieden werden mussten. Dann 1999 wird der Euro zunächst auf dem Papier Wirklichkeit durch bargeldlose Zahlung. 2002, dann werden wir mit dem Euro beglückt. Damals war es noch 1:2, heute ist, was damals eine D-Mark war, heute schon ein Euro. Und wie sich das noch weiterentwickelt, müssen wir abwarten. Ich fürchte ja persönlich, dass eine Inflation kommt. Es gibt verschiedene Organe der Europäischen Union, das will ich nur kurz erwähnen. Europäisches Parlament, Europäischer Rat, Ministerrat, Europäische Kommission, Europäischer Gerichtshof, Zentralbank, Rechnungshof. Aber das habe ich alles ausführlich an dieser Schrift dargestellt. Europa, das widerstehende Römische Reich. Deshalb möchte ich das nicht so ausführlich machen. Wichtig ist aber, wenn wir in der EU-Charta Artikel 10 folgendes lesen. Die Verfassung und das von den Organen der Union in Ausübung der ihnen zugewiesenen Zuständigkeiten gesetzte Recht haben Vorrang vor dem Recht der Mitgliedstaaten. Das ist das Ziel. Man will also das Recht zentralisieren, dass alles Recht eben durch diese EU-Gremien
gesprochen werden kann. Die Nationalstaaten sollen immer mehr Rechte abgeben in zentralen Fragen an diese zentralistischen Gremien in Straßburg und vor allem in Brüssel. Es gibt bei der Europäischen Union unterschiedliche Rechtsakte mit gestufter Geltung und Verbindlichkeit. Zum Beispiel Empfehlungen, die unverbindlich sind rechtlich. Dann gibt es Beschlüsse und Verordnungen ohne Gesetzescharakter. Dann gibt es Rahmengesetze, die eine Zielvorgabe festsetzen, aber noch nicht die Methode festschreiben. Und schließlich gibt es das europäische Gesetz als Gesetzgebungsakt. Wichtig ist, dass ein zentraler Gesetzesinhalt die sogenannte Nichtdiskriminierung ist. Und zwar möchte ich einmal zitieren aus Artikel 2 des EU-Reformvertrags von Lissabon, wo ganz klar gesagt wird, was die Grundwerte der Europäischen Union sind. Das ist ja maßgeblich. Was sind die Grundwerte, nach denen alles andere beurteilt wird? Im Vergleich dazu das deutsche Grundgesetz, da sind noch Grundwerte, zum Beispiel bis jetzt noch Ehe und Familie, Schutz des Eigentums, der freien Meinung, Pressefreiheit, Religionsfreiheit und so weiter. Auch Gott wird erwähnt im deutschen Grundgesetz. Während hier im EU-Reformvertrag wird auch manches Gute gesagt. Ist nicht alles schlecht natürlich, aber Gott kommt zum Beispiel nicht vor, sondern es heißt in der Präambel, schöpfend aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas. Nur ganz allgemein religiös, aber nicht mal der Begriff Gott darf hier auftauchen. Religion kann auch der Satanismus sein zum Beispiel. Was heißt Religion? Ja, alles, was sich Menschen so erdenken an Systemen. Aber die Bibel entspricht ja der Offenbarung des lebendigen Gottes, ist keine Religion, die sich Menschen selber erdacht haben. Das ist also der Grundwert, kulturelles, religiöses, humanistisches Erbe. Vor allem der Mensch im Zentrum, nicht mehr die Offenbarung Gottes als Maßstab, etwa die 10 Gebote. Das ist passé. Und jetzt die Grundwerte der Union, muss genau hinhören, es klingt vielleicht vordergründig, manches ganz gut. Aber ich will kurz dazu was sagen. Artikel 2. Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich auszeichnet durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern. Zitat Ende. Sie haben richtig gehört, heißt nicht Gleichberechtigung, es kommt zwar auch vor, aber es heißt hier ausdrücklich die Gleichheit von Frauen und Männern. Fange ich mal damit an, was heißt Gleichheit von Frauen und Männern? Sind Männer und Frauen völlig gleich? Aber das will man heute machen. Man will die schöpfungsgemäßen Unterschiede durch die neue Gender-Ideologie, Gender, Mainstreaming auch geschrieben, austilgen. Und das ist die Konsequenz. Homo-Ehe, Bisexualität, Polygamie, Pädophilie, steht auch schon auf dem Programm, so ganz unter ferner Liefen. Alles das soll freigegeben werden, Schritt für Schritt. Jede Art von sexueller Perversion. Und das ist ja als Grundwert der Europäischen Union festgeschrieben, Mann und Frau sind gleich. Also Mann und Mann und Frau können dann auch heiraten und so weiter und so fort. Aber jeder Bibelkenner weiß, in Römer 1, 1. Korinther 6, in 3. Mose 18 und vielen anderen Stellen wird gesagt, dass das Gott nicht gefällt, sondern dass es Sünde ist, dass aber Menschen davon frei werden können durch Gottes Gnade, durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus, durch sein Opfer am Kreuz. Er kann solche Verletzungen, die ja dahinter stehen, in frühkindlicher Entwicklung heilen, er kann die Menschen erneuern. Ja, und wir können auch seelsorgerlich helfen, aber wir können nicht sagen, als sei das das Normalste der Welt. Da würden wir ja schuldig an diesen Menschen. Ich will sie ja nicht diskriminieren, liegt mir fern, das wäre ja verächtlich machen, aber wir wollen ihnen seelsorgerlich helfen. Darum geht es ja. Aber dann steht hier auch Nichtdiskriminierung als Grundwert. Aber was heißt Nichtdiskriminierung? Ist es schon eine Diskriminierung, wenn ich Sünde Sünde nenne, wenn ich sage, diese sexuelle Orientierung ist Sünde vor Gott. Ja. Oder diese Religion, dieser Weg führt in die Hölle, wenn man nicht sagt Jesus allein, sondern irgendwelche Religionsgestalten, ich nenne es mal keine, bin vorsichtig, anderer Religionen sozusagen. Ja. Ist das auch schon Diskriminierung, wenn ich sage,
Der Gott des Islam und der Gott der Bibel sind nicht dasselbe Gott. Ja. Also wo fängt das dann an? Das ist dann, kann zu sehr vielen Prozessen führen. Ich denke, die Rechtsanwälte werden die meiste Arbeit bekommen im neuen Europa. Und die Staatsanwälte und so weiter, also die Juristen. Das ist wahrscheinlich die florierendste Berufssparte der Zukunft. Leider, ja. Ich von meiner Seite aus bin noch nie gegen andere vor Gericht gezogen. Ich wurde zwar auch schon angeklagt und so weiter, aber ich von meiner Seite aus habe das noch nie gemacht, sondern wir wollen hier versuchen, in biblischer Weise mit solchen Dingen umzugehen. Nun, Nichtdiskriminierung und Toleranz wird hier genannt und Pluralismus, das klingt auch gut, aber es heißt letztendlich auch Sachtoleranz. Keine Wahrheit wird als absoluter Maßstab anerkannt. Also es wird relativiert, die Wahrheit. Das sind so die Grundwerte der Europäischen Union. Und Ehe und Familie, das kommt so gut wie gar nicht vor, sondern es heißt dann in Artikel 3, die Union bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes. Das klingt ja gut mit den Rechten des Kindes, aber das ungeborene Kind kommt eben auch nicht vor. Das ungeborene Kind. Und man höre und staune, Artikel 21 der Europäischen Union, Lissabonner Vertrag, das Ziel ist es, kommen wir zum Thema von gestern, Zitat, eine Weltordnung zu fördern, die auf einer verstärkten multilateralen Zusammenarbeit und einer verantwortungsvollen Weltordnungspolitik beruht. Zitat Ende, da haben wir es. Zuerst muss Europa sich einigen, und wie hat Kuttenhoff gesagt, und dann die ganze Menschheit, die neue Weltordnung. Das ist das Ziel. Es geht also immer weiter. Und gleichzeitig, Artikel 42, noch mehr zum Staunen. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, man höre und staune, ihre militärischen Fähigkeiten zu verbessern. Hoppla, da war doch so viel von Friede und Toleranz die Rede. Und jetzt steht hier, sie verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten zu verbessern. Ja, gegen wen denn? Wenn doch alle eins werden sollen. Gegen die Abweichler, gegen die Aufständischen. Ja, versteht ihr? Professor Schachtschneider hat nachgewiesen, durch das verklausuliert, durch verschiedene Paragraphen, sie haben ein Riesengesetzeswerk, auch die Todesstrafe wieder eingeführt ist im neuen Europa, dass man auf Aufständische auch schießen kann. Das alles, haben Juristen herausgefunden, versteckt in dieser europäischen Verfassung enthalten. Also Aufstände können auch in Europa dann mit Waffengewalt niedergeschlagen werden. Und deshalb will Brüssel mehr Macht, mehr Kompetenz, auch jetzt schon. Und Artikel 48, das hat Professor Schachtschneider als Jurist als Ermächtigungsgesetz bezeichnet, diesen Paragraph. Kommen ungute Erinnerungen, wenn man den Begriff hört. Nicht? Aber er hat es bewusst so bezeichnet. Und da heißt es nämlich so, und die Sprache ist so verklausuliert, dass man es nicht verstehen soll als juristischer Laie. Aber vielleicht, ihr seid alle intelligent, ihr versteht es auch auf Anhieb. Ich lese einmal vor, Artikel 48 Absatz 2 des Lissabonner Vertrages der EU. Da heißt es, die Regierung jedes Mitgliedstaats, das Europäische Parlament oder die Kommission kann dem Rat Entwürfe zur Änderung der Verträge vorlegen. Diese Entwürfe können unter anderem eine Ausdehnung oder Verringerung der Union in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten zum Ziel haben. Diese Entwürfe werden vom Rat, dem Europäischen Rat, übermittelt und den nationalen Parlamenten zur Kenntnis gebracht. Ja, Artikel 48 Absatz 2. Also ich habe hier fett geschrieben, eine Ausdehnung der Zuständigkeiten und den Parlamenten wird zur Kenntnis gebracht. Ja, das ist die entscheidende Formulierung, Ermächtigungsgesetz. Ihr könnt eine ausführliche Analyse des Lissabonner Vertrags auf meiner Homepage finden. Deshalb nenne ich es jetzt mal kurz www.l-gassmann.de, gleich auf der Startseite, gleich links unter Startseite, und da kommt als erstes eine Analyse des Reformvertrags. So, also da, ich könnte noch viel sagen, aber es würde jetzt zu weit führen, was alles hier auch über Kirchen steht. Die werden geachtet, aber nicht geschützt, wie die homosexuellen Gruppen, über die dann das Diskriminierungsgebot schützend gehalten wird und so weiter. Das habe ich alles in diesem Aufsatz nachgewiesen. Nur noch dazu ein Zitat des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog.
Er schreibt ja sehr mutig inzwischen gegen die EU. Er war ja einer der Mitverfasser der EU-Charta. Und jetzt hat er gemerkt, wohin das geht, und schreibt gerade in der Zeitung Die Welt sehr mutige Artikel kritisch zur EU. Und so erschien bereits am 14. Januar 2007 ein ganz großer Aufsatz von Roman Herzog und einem Mitautor unter der Überschrift, und das schreibt ein früherer Bundespräsident und Bundesverfassungsgerichtspräsident in einer Person: Die Europäische Union gefährdet die parlamentarische Demokratie in Deutschland. Das war die Überschrift. Und dann ein Zitat nur aus diesem großen Aufsatz: Eine intransparente, komplexe und verflochtene Mammutinstitution ist entstanden, die immer weitere Regelungsbereiche und Kompetenzen an sich zieht. An sich zieht, wie ein Magnet. So schreibt nicht Lothar Gerstmann, sondern Roman Herzog. Für uns als Christen ist besonders bedenklich dieser Nichtdiskriminierungsparagraf, denn das kann dann sehr sich einmal richten gegen die Predigtfreiheit, Glaubens- und Religionsfreiheit. Wie klar dürfen wir das Wort Gottes bezüglich Sünde, bezüglich Irrlehre und falschen Religionen noch verkündigen? Ich sage mal so, viele Organisationen, viele Kirchen, auch Freikirchen, haben schon Sicherheiten eingebaut, indem sie sagen, ja, wir erkennen das jetzt auch an, wir äußern uns nicht mehr zu diesen Themen. Wir ordinieren jetzt auch Frauen, obwohl die Bibel dagegen spricht. Wir beginnen auch Homosexuelle nicht mehr so auszugrenzen. Irgendwann werden sie dann auch gesegnet, in Landeskirchen ohnehin schon. In den Freikirchen ist nur eine Frage der Zeit. Ja, das ist dieser Anpassungsdruck, der auch da ist. Man muss das auch ein Stück weit verstehen, aber man kann es nicht billigen, weil die Bibel ganz klar sagt, wer solche Dinge tut, der handelt gegen Gottes Wort und gegen Gottes Gebot. Die Bibel ist ja ganz klar in diesen Aussagen. Und so wird immer wieder salamitaktisch ein Stück nach dem anderen aufgeweicht. Wird dann gesagt, kann man nicht so eng sehen und wir müssen uns heute anpassen und so weiter und so fort. Lesben- und Schwulenverbände feiern schon ihre Siege. Wir haben ja auch Außenminister schon aus dieser Richtung. Bei den Grünen befinden sich sehr viele. Daniel Cohn-Bendit, zum Beispiel einer der führenden Wegbereiter dieser europäischen Verfassung, ist in den 70er Jahren in Fernsehinterviews aufgetreten, hat er sogar von seinen pädophilen Erfahrungen geschwärmt. Ja, solche Leute haben diese Programmatik vorangetrieben. Ich will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber wir müssen einfach wissen, welche auch weltanschaulichen Kräfte, welche Geistesmächte dahinter stehen. Es sind wirklich endzeitliche Entwicklungen, wo wir nur sagen können, Herr Jesus, komme bald. Herr Jesus, komme bald. Der Jurist Thomas Zimmermann, ein gläubiger Jurist, schreibt über diese Dinge in seinem Heft Staatlicher Druck auf Christen, beziehungsweise in seinem Aufsatz. Ich zitiere: In Schweden wurde im Herbst 2002 mit großer Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, wonach unter anderem kritische Äußerungen über Homosexualität und Homosexuelle mit Freiheitsstrafe bis zu 4 Jahren bestraft werden. Dies soll auch dann gelten, wenn sich der Äußernde auf die Bibel beruft. Die entsprechenden Bibelstellen sollen wohl noch zitiert werden dürfen, nicht aber als weiterhin verbindliches Wort Gottes verkündigt werden dürfen. Also nur historisch. Ja? Historisch, man versucht es auch dann einen Kommentar zu erklären, dass das nur damals vielleicht galt und nicht so zu sehen ist. Und viele Kirchen machen ja mit und sagen, wenn das verantwortlich gelebt wird, ist alles in Ordnung. Aber dass die Bibel das grundsätzlich ablehnt, das wird übergangen. Jetzt mal eine Frage, ich weiß nicht, ob jeder von euch die Bibel kennt. Denkt doch mal nach, wenn es Gottes Wille wäre, dass Männlein mit Männlein und Weiblein mit Weiblein zusammenleben. Wie würde dann die Menschheit heute aussehen? Müsste jedem auch, der die Bibel noch nicht kennt, klar sein. Wir wären alle gar nicht existent, es gäbe keine Menschen mehr. Deshalb, es widerspricht Gottes Schöpfungswillen. Seid fruchtbar und mehret euch. Das müsste jedem einleuchten und ich kann nicht verstehen, dass das so eine Ideologie heute geworden ist. Es gibt ja den Fall von Rocco Buttiglione. Wer kennt den Namen noch? Ja, ein Freund des Papstes, möchte auch mal einen Katholik hier positiv jetzt erwähnen, obwohl ich viele Fragen habe an die katholische Kirche lehrmäßig, aber Rocco Buttiglione, er war ja vorgesehen für die EU-Kommission, ausgerechnet als Justizminister.
Und es ist ein Mann aber, der in diesen Dingen die 10 Gebote noch ernst genommen hat als Politiker. Und er konnte nicht in die EU-Kommission hineingewählt werden. Es gab einen Riesenaufstand, weil er sich nämlich geäußert hatte, kritisch zu diesen sexuellen Fehlorientierungen. Und er hat gesagt, die Ehe zwischen Mann und Frau sei das Richtige für einen Christen und überhaupt von Gott so gewollt, für jeden Menschen. Und es gab einen Riesenaufstand. Und er hat selber Folgendes dazu gesagt. Wenn wir Politik machen, verzichten wir nicht auf das Recht moralischer Überzeugungen. Ich mag denken, dass Homosexualität eine Sünde ist, so hat das dennoch keinerlei Auswirkung auf die Politik, außer ich würde sagen, Homosexualität ist ein Verbrechen. Auf die gleiche Art sind Sie frei zu denken, dass ich in den meisten Bereichen des Lebens ein Sünder bin. Und das hat keine Auswirkung auf unsere Beziehungen als Bürger. Wir können eine Gemeinschaft von Bürgern aufbauen, selbst wenn wir in manchen moralischen Fragen unterschiedlicher Meinung sind. Der Staat hat kein Recht, seine Nase in diese Dinge zu stecken, und niemand darf auf der Basis seiner geschlechtlichen Orientierung diskriminiert werden, hat er gesagt. Er wollte es also gar nicht so vermischen. Trotzdem, das noch nicht mal, das war möglich, das freie Denken darüber und sich äußern. Und er sagt weiter, das Wort Ehe kommt vom lateinischen Matrimonium, was so viel heißt wie Schutz der Mutter. Und so existiert die Familie, um es Frauen zu ermöglichen, Kinder und dazu den Schutz eines Mannes zu haben. Das ist die traditionelle Sicht der Familie, die ich verteidige. Zitat Ende. Der Münchner Journalist Ulrich Motte, der manchen hier im Raum bekannt ist, hat dazu Folgendes geschrieben. Im Jahre 2004, als das durch die Presse ging. Als erzkonservativ bezeichneten Medien den katholischen Politiker und langjährigen persönlichen Freund des Papstes Rocco Buttiglione. Der Ursache war für die Verschiebung der Wahl der EU-Kommission. Sicherlich im Namen sehr vieler Mitglieder und Freunde der evangelischen Notgemeinschaft in Deutschland habe ich in einem Leserbrief an den Bayern-Kurier klargestellt, dass auch Millionen von evangelisch-konservativen in Europa Buttigliones Wahl unterstützen. Ja, so hat damals Ulrich Motte geschrieben. Nun aber komme ich zum eigentlichen Thema des heutigen Abends, aber ihr habt jetzt genug Vorinformationen, um das richtig einordnen zu können. Die Prophetie Daniels über die 4 Weltreiche ist Europa, das neue römische Reich. Der Prophet Daniel ist ja sehr interessant, denn ihm wurden Erkenntnisse geschenkt bis zur Vollendung der ganzen Welt, die dann auch in der Johannesoffenbarung noch einmal vertieft werden. Weil am Ende von Daniel heißt es ja, dass manches noch verborgen ist, aber am Ende der Tage wird es enthüllt. Und Johannes, der ja einige Jahrhunderte später vom Herrn inspiriert wurde in der Offenbarung, er hat dann noch mehr enthüllt, was bei Daniel schon vor verkündigt war. Und es gibt 2 Kapitel, die für unser Thema hier besonders interessant sind. Die müssen wir natürlich jetzt alle lesen, aber können wir jetzt zeitlich nicht machen. Daniel 2 und Daniel 7. In Daniel 2 ist der König Nebukadnezar beschrieben, von Babylon. Und dieser König hatte einen Traum. Und das Interessante ist, dass er dann seine Traumdeuter holt, also die heidnischen magischen Deuter. Und die sollen ihm den Traum deuten, aber er hat eine Bedingung, sie müssen auch ihm erzählen, was er geträumt hat. Weil das Deuten ist ja dann einfach relativ, wenn man weiß, ja, da gibt es ja verschiedene Methoden. Aber sie sind nur dann wirklich inspiriert von den Göttern, wie Nebukadnezar glaubte ja, wenn sie auch wissen, was er geträumt hat. Und das können sie nicht. Aber einer kann es, der an den wirklichen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, glaubt und mit ihm in Verbindung steht. Das ist der Prophet aus Israel, Daniel, der ja ein Staatsmann dann wurde, aus dem Gefängnis, nicht im Gefängnis, aber er war ja geholt worden. Ich habe es jetzt verwechselt gerade mit Josef, ja, in Ägypten. Aber Daniel war ja deportiert worden und ist dann im Hof da aufgewachsen, hat aber immer den Götzendienst abgelehnt, das Götzenopferfleisch und so weiter, in Kapitel 1 Daniel. Und ihn hat er dann auch kommen lassen. Und er wusste vom Herrn erbeten, was Nebukadnezar geträumt hatte und deutet ihm auch diesen Traum von den Weltreichen. Und er sieht eben ein goldenes Haupt, einen silbernen Brustteil und einen Bauch und Lenden aus Kupfer und schließlich
Füße und Zehen, teils von Ton und teils von Eisen. Und die allermeisten Ausleger sind sich einig, dass dieses Standbild, das der Nebukadnezar als Haupt dann darstellt mit seinem Körper, die Abfolge dieser vier Weltreiche schildert, zunächst vier, die ab mit Nebukadnezar beginnen. Vorher gab es auch schon das ägyptische und das assyrische Großreich. Das sind dann sieben Reiche dann insgesamt zusammen, die bei den sieben Häuptern in Offenbarung 13 eine Rolle spielen. Ich deute diese sieben Häupter in Offenbarung 13 auf die sieben Reiche: Ägypten, Assyrien, Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Habe ich jetzt eins vergessen, ja. Und der siebte ist dann eben das Antichristliche, das dann auch dann noch in ein achtes mündet, bei Daniel, in dem er wieder aufersteht, dieser Antichrist. Das ist ein bisschen kompliziert, ich will es jetzt hier nur kurz erwähnen. Also sind diese sieben. Und hier aber die vier in Daniel Kapitel 2. Die Zahlen sind nicht so meine Stärke, deshalb entschuldigt, wenn ich da immer ein bisschen mit den Zahlen Probleme habe. Bin mehr sprachlich begabt, aber nicht so mathematisch. Jedenfalls sind diese Reiche die ersten schon vergangen. Das babylonische Weltreich mit dem goldenen Haupt, das bestand von 625 bis 538 vor Christus. Dann kam der silberne Brustteil, der etwas länger ist, auch entsprechend der Jahreszahlen. Das war das Reich der Meder und Perser. Babylon ist ja gefallen, als Belsazar Gott gelästert hat und dann die Schrift kam, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, ja, gewogen und zu leicht befunden, die Tage Babylons waren gezählt. Und dann haben die Meder und Perser geherrscht, 538 bis 331 vor Christus, also über 200 Jahre. Und danach kam Alexander der Große und hat in Windeseile in seinem jugendlichen Alter ja fast die ganze damalige Welt erobert. Nicht alles, aber doch sehr weit. Er wurde nicht alt, aber hat sehr viel Ruhm erlangt durch seine Kriegszüge. Das griechische Reich, das ist der Bauch aus Lenden und die Lenden aus Kupfer. Und danach, nach diesem griechischen Reich, das 331 bis 168 vor Christus seinen Höhepunkt hatte, danach kam das römische Reich, das dann das vierte Reich ist. Und das wird beschrieben dann in Daniel 2, Vers 40 bis 45. Ich werde es aber aus Zeitgründen das nicht lesen, ihr könnt es nachlesen. Es wird auch zerteilt sein, Ost- und Westrom wird hier schon erwähnt. Und das ist ja dann untergegangen durch die Vandalenzüge. Und es wird dann sogar in Daniel 2 beschrieben, dass schließlich ein Stein kommt, ohne Zutun von Menschenhänden, vom Berg herunter, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. Das ist Jesus Christus, der all diesen irdischen Reichen ein Ende machen wird. Aber dieses römische Reich, das geht unter und steht wieder auf. Das wird angedeutet prophetisch in Offenbarung 17, Vers 8. Da ist die Rede von dem Tier, also dem antichristlichen System hier auch, das gewesen ist, nicht ist und wieder aufsteigen wird. Auch die Wunde des Tieres wird erwähnt. Da gibt es die Deutung, und das ist auch nicht auszuschließen, dass der Antichrist selber ein Mensch ist, der eine Wunde bekommt und davon in wunderbarer Weise genäßt, sodass er sozusagen die Kreuzigung und Auferstehung sogar nachäfft. Der Satan ist ja der Affe Gottes und der Antichrist ahmt auch den Sohn Gottes, Jesus Christus, nach. Und gleichzeitig aber ist es auch so zu verstehen, kann so verstanden werden, dass dieses Reich untergegangen ist und am Ende wieder aufersteht und dass dann eben der satanisch inspirierte Weltherrscher, der Antichrist selber, sich in den Tempel Gottes setzt, sich auf den Thron setzt und für eine bestimmte Zeit, 42 Monate, die Welt regiert. Diese Zeit wird auch in anderen Zeitangaben beschrieben, 1260 Tage oder 3,5 Zeiten oder Jahre. Das trifft genau überein, diese Zeitangaben. Deshalb sehen wir, Gott hat dieses Zeitalter des Antichristen gnädig begrenzt. Und wird auch die Gemeinde hier hindurchbringen, aber nicht alles, werden auch manche getötet werden, wird auch gesagt in Offenbarung 13, das Tier wird auch Macht haben, die Heiligen zu überwinden, aber nur eine begrenzte Zeit. Und wer dann überwindet seinerseits, der wird beim Herrn sein und mit ihm regieren, so heißt dann Offenbarung 20, alle, die das Mahlzeichen nicht annehmen, die das Tier nicht anbeten, das werden die Überwinder sein, wunderbar. Übrigens, diese Reiche,
werden in Daniel 7 noch einmal beschrieben, in einem Traum, der Daniel selber geschenkt wird. Und hier wird nun das wahre, bestialische Wesen dieser Reiche offenbar. Bei Nebukadnezar war es ja dort diese humanistische Gestalt, diese Menschengestalt. Schön anzusehen, goldenes Haupt, wunderbar, großartige, strahlende Reiche. Und in Daniel 7 wird ihr inneres, verdorbenes, gottloses Wesen enthüllt. Da werden sie als Raubtiere entlarvt, diese Reiche. Ist euch das schon mal aufgefallen? Nee? Und da das erste wie ein Löwe, das zweite wie ein Bär, das dritte wie ein Panther. Also der Löwe, Babylon, der Bär, Medo-Persien, der Panther, Griechenland. Diese Geschwindigkeit des Panthers hier, nee? Alexander. Und dann das vierte, schrecklich anzusehen mit verschiedenen Hörnern. Dieses römische Reich, vor allem wenn es dann wieder aufersteht. Und diese 10 Hörner, das sind die 10 Machtzentren, die das römische Reich am Ende haben wird. Und deshalb sage ich, das römische Reich sind nicht 10 Staaten Europas, sondern meine Erkenntnis ist, es sind 10 Verwaltungsbezirke weltweit. So wie es auch der Club von Rom schon in den 70er Jahren vorgeschlagen hat, die Welt in 10 Verwaltungsbezirke einzuteilen. Europäische Union, Afrikanische Union, Amerika, Nord- oder Südamerika, also verschiedene solche Blöcke, die dann aber doch zusammengefasst wären unter einer Weltregierung. Wo die dann sitzt, ob es in New York ist, bei der UNO wahrscheinlich, und religiös in Rom und in Jerusalem, wenn sich der Antichrist in den Tempel Gottes setzt, ist wahrscheinlich auch wörtlich zu verstehen. Neben der symbolischen Erfüllung in der Gemeinde, ich sehe das oft auch als Doppelerfüllung. Prophetie ist nicht immer so einfach, ja, sondern es kann sich auch mehrfach erfüllen, verschiedenerweise. Das werden wir dann abwarten müssen, falls wir es noch erleben müssen. Aber es kann auch sein, dass der Herr seine Gemeinde dann schon davor gnädig bewahrt. Jedenfalls, diese Reiche werden in ihrer bestialischen Gestalt enttarnt in Daniel 7. Wir lesen da in Daniel 7 zum Beispiel, und ich sah das Horn, also den Antichristen, kämpfen gegen die Heiligen, und es behielt den Sieg über sie, bis, es ist ein Bis gesetzt, bis der kam, der uralt war. Wer ist das? Gott, der Vater. Ja, der Vater, Gott. Und rechtschaffte den Heiligen des Höchsten, und bis die Zeit kam, dass die Heiligen, das sind nicht katholische Heilige, sondern das sind alle gläubigen, wiedergeborenen Christen gemäß Johannes 3. Die Heiligen in Rom, die Heiligen in den Orten, ja, wir sind alle Heilige, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Und das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche, und es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Zitat Ende aus Daniel 7. Ja, Rom hat damals fast den ganzen bekannten Weltkreis beherrscht, wie ich schon erwähnt habe, vor allem zur Zeit des Kaisers Trajan, 117 nach Christus, sehr weite Ausdehnung. Die damals bekannte Welt. Und am Ende werden aber diese 10 Hörner da sein, 10 Könige, nach ihnen wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen, wird 3 Könige stürzen, so lesen wir bei Daniel. Und von diesen Königen werden nur noch 7 übrig sein, und der, der diese 3 stürzt, wird dann der 8. sein. Und in Daniel 7 heißt dann, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Da haben wir schon die 3,5 Zeiten bei Daniel, nicht erst in der Offenbarung. Also die Bibel ist eine Einheit über die Jahrtausende hinweg durch den einen selben Geist Gottes inspiriert. Das ist wunderbar. Das gibt es in keinem anderen Buch der Weltgeschichte oder der Religionen. Gottes Geist offenbart sich und erfüllt die Prophetie. Es gibt schon über 3000 Verse mit erfüllten Prophezeiungen. Und die restlichen 3000 werden sich auch noch erfüllen und erfüllen sich zurzeit und in der Zukunft noch. Das hat Professor Werner Gitt, wie ich gestern schon erwähnte, genau ausgerechnet. Ja. Und der schlagende Gottesbeweis und Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist, ist das. Aber schließlich wird Jesus kommen. Dieser kleine Stein, dieser Stein, der zurollt auf dieses Standbild und es umwirft. Und dann wird sein Reich, das tausendjährige Friedensreich, aufgerichtet, in dem die Überwinder mit ihm herrschen werden. Und das mündet dann nach der letzten Schlacht
von Gog und Magog nach dem letzten Aufstand, wenn der Satan wieder losgelassen wird, mündet es dann nach dem Sieg des Lammes in das himmlische Jerusalem, in Offenbarung 19 bis 22 ausführlich nachzulesen. Der Messias wird das Reich des Antichristen vernichten. Und nun sind wir schon ziemlich ans Ende gekommen. Mit der Frage der Ökumene werde ich mich, so der Herr will und wir leben, morgen beschäftigen. Auch die Frage, wie ist es mit der römischen Religion, mit Rom und so weiter. Ich möchte an diesem Punkt einfach sagen, wir freuen uns, dass Gottes Wort uns das voraussagt. Deshalb müssen wir auch keine Angst haben. Wir leben in der Endzeit, wo diese Dinge sich vor unseren Augen immer mehr entfalten. Ich habe am Anfang erwähnt, seit 2009 ist dieses europäische Reich schon fast komplett Wirklichkeit. Es fehlen zwar noch einzelne Staaten, aber die Bestrebungen sind da, von diesen Mächtigen, das immer mehr zusammenzuführen. Es gibt noch Widerstand, vor allem von der Bevölkerung her in manchen Ländern. Aber wir wissen, die Prophetie wird sich erfüllen. Und wenn wir in der Hand Jesu gebeugt sind, wird uns keiner aus seiner Hand reißen, keine fremde Macht. Wir wollen treu bleiben dem Herrn Jesus Christus und entscheidend ist, dass wir seine Kinder sind, dass wir Gottes Kinder sind. Und das werden wir nur, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser angenommen haben. Nur dann werden wir auf der Seite des Siegers stehen und nicht auf der Seite des Antichristen. Das ist ganz entscheidend. Bist du schon ein Kind Gottes? Hast du Vergebung deiner Sünde durch Jesu Blut? Er hat am Kreuz von Golgatha sein Blut vergossen für dich und für mich, damit du ewiges Leben hast. Das ist ganz entscheidend. Viel wichtiger als all die politischen Entwicklungen. Wir sehen aber, und es ist ein ganz starker Gottesbeweis, dass sich Gottes Wort erfüllt. Es war heute Abend ein prophetisches Thema, nicht in erster Linie politisch. Ich habe auch schon politisch darüber geredet, aber heute ging es ja ums Prophetische und das ist ganz beeindruckend, wenn wir sehen, es stimmt alles ganz genau, was bei Daniel vorausgesagt ist, was in der Johannes-Offenbarung vorausgesagt ist, was Gottes Wort uns prophezeit über die Geschehnisse der Gegenwart, auch der Vergangenheit und auch der Zukunft. Und die Zukunft ist uns gesagt, Jesus wird wiederkommen und diesen Mächten ein Ende machen. Und wir wollen bereit sein, wenn er erscheint. Und das geht nur, wenn wir wiedergeboren sind durch seinen Geist. Die Geburt von oben, so sagt uns die Bibel in Johannes 3, ist entscheidend. Das heißt, in Johannes 3, nur wer von neuem geboren ist, wird ins Reich Gottes kommen. Das sagt Jesus dem Nikodemus, einem Führer der Juden damals, der zu ihm kam und wissen wollte, was Jesus so lehrt und was seine entscheidende Botschaft ist. Er hat ihn als Lehrer Israels erkannt. Und Jesus hat ihm gleich gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ihr müsst von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Und die Neugeburt ist eben nicht Reinkarnation im fernöstlichen Sinne, sondern Neugeboren durch Wasser und Geist, das reinigende Wasserbad des Wortes Gottes und der Geist Gottes, dass ich mein Leben wirklich Jesus übergeben habe, nicht mir selber mein Ich auf dem Thron sitzt, sondern Jesus Christus in mir, der lebendige Gott in mir durch seinen Geist. Und er wäscht alles ab, was vor Gott nicht bestehen kann. Die Schuld, die Sünde, alles Böse und Unreine, gibt es Vergebung durch seine Gnade. Das ist an sich das Wichtigste, wichtiger als alles andere. Und dann müssen wir uns nicht fürchten, dann stehen wir, ob wir hier auf der Erde noch leben oder dann schon gestorben sind, dürfen wir in der Hand Jesu Christi sein. Hast du schon diese Gewissheit? Lade herzlich ein, zu Jesus Christus zu kommen. Möge er uns alle segnen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes Jesus Christus rühmen und preisen wir deinen heiligen Namen und beten dich an, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir sind dankbar, weil wir sehen dürfen, alles liegt in deiner Hand. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Herr, und wir bitten dich, geh du durch die Reihen und sprich zu jeder Seele, die noch fern von dir ist, dass auch sie gerettet wird, nicht der ewigen Verdammnis anheimfällt, sondern himmlische Hoffnung haben darf. Ja, bei dir, Herr, ist Freude, auch in allem Leide, das uns hier auf Erden noch betrifft. Denn wir sehen, es gibt hier dunkle Entwicklungen, diktatorische Zuspitzungen. Herr, stärke uns. Schenk, dass wir keine Angst haben, dein Wort weiterhin klar zu verkündigen. Schenk auch den vielen verwirrten und verirrten Gemeinden heute neue Wegweisung von deinem Wort her, dass sie noch umkehren, solange es noch möglich ist. Und erbarm dich auch über Politiker,
die sich haben verführen lassen durch falsche Ideologien, dass viele noch dein Wort, deine Gebote hochhalten, auch in dieser Zeit. Herr, erbarme dich und segne uns auch weiterhin in diesem Abend. Amen.